Hallo, liebe Lebewesen, herzlich willkommen zum Vortrag Hirne lüften für Hacker, den der Hubert heute hält. Den Hubert, den kenne ich jetzt auch schon seit gestern von der Barschicht. War eine sehr schöne Barschicht. Und wenn er nicht gerade hinter der Bar steht, hat er Informatik studiert und damals sogar noch einen VRX benutzt. Und jetzt verdient er sein Geld mit Cybersecurity und damit man ein bisschen Ablenkung hat von der ganzen Informatik, geht er auch gerne geocachen und da erzählt er uns heute was dazu. Genau, danke. Dankeschön. Ja. Hallo zusammen, hallo Isahack, hallo draußen an den Streams. Ja, Hirne lüften für Hacker. Ich war auch mal Kellerkind und habe viel zu viel Zeit vor der Tastatur damals verbracht, ich bereue aber nichts. Verdiene auch heute noch mein Geld damit. Allerdings habe ich auch irgendwann gemerkt, es braucht einen Ausgleich dazu. Und da ist vor knapp 10 Jahren irgendwie Geocaching bei mir Thema geworden und das ist es auch heute immer noch. Und es gibt hier anschließend noch eine Aktivveranstaltung, den Osterspaziergang. Da dachte ich mal, warum nicht vorher ein bisschen einführen, was ist Geocaching überhaupt und wo gehen nicht nur die Sachen an, sondern wie weit kann es auch gehen, was kann Geocaching? Das war so die Idee dabei. Wer sich wundert, hier stehen zwei Nicknames da. Geocaching verwende ich ein leicht anders geschriebenen Nickname als im Rest der Welt. Das ist einfach, weil der eigentlich auf der Plattform schon vergeben war. Ja, was wollen wir machen? Die Agenda liest sich jetzt ein bisschen sperrig, eine kurze Intro. Wie geht's das überhaupt? Und dann wollen wir in zwei Sachen vorstoßen. Geocaches kann man auch Schwierigkeit und auch Gelände sortieren und ich werde in beiden Richtungen ein bisschen zeigen, wo da so die fortgeschrittenen Sachen sein können. Auch in Kombination dann werde auch noch ein bisschen was zu Statistik und erzählen und wie man es dann überhaupt nochmal angeht. Ja, was braucht man dazu? Heutzutage irgendein mobiles Gerät, das eine Ortsbestimmung machen kann. Also früher hat man ein GPS genommen, heute kann das fast jedes Handy, aber nicht jedes. Das ist das linke Bild, das rechte, das wichtigste Equipment, wenn man dieses Ding dann nicht nur gesucht, sondern auch gefunden hat, dann will man sich vor Ort bitte eintragen und dazu braucht man einen Stift. Glaubt mir, ich werde das nur ein paar Mal betonen, es ist blöd, wenn man dann dort steht, ich sehe nickende Gesichter, wenn man dort steht und hat keinen Stift dabei. Also, eigentlich sollte die Reihenfolge umgedreht sein, erst ein Stift, weil sonst findet man sowieso nichts, dann das GPS dazu. In der Praxis vielleicht ein bisschen mehr. Man will das ja nicht nur vor Ort machen, sondern auch sein Tracking dann online machen. Also es gibt bei geocaching.com, sollte man sich einen Account anlegen, der kostet auch nichts. In der Basic Membership, es gibt eine Bezahloption, da sieht man ein bisschen mehr, aber für den Anfang braucht man das nicht. Man sucht den GC-Nickname auf, tippt nicht allzu lange. Es kann mal sein, dass man den nachts um 3 irgendwo sticken will. Von dem her GC-Nickname. Groundspeak bietet auch an, Login with Facebook, macht das nicht. Nehmt eure Mailadresse, legt euch einen neuen Account. Aber wie gesagt, der ist dann vom Einbinden besser gemacht. Apps habe ich aufgelistet, gibt es für alle brauchbaren Plattformen. Muss man nicht vorlesen. Wie sieht es in der Praxis aus? Die Grafik rechts unten zeigt es ein bisschen. Man guckt auf die Karte und sieht dann schon, aha, da gibt es einen Haufen grüne, ein paar orange, blaue Punkte. Das sind also Geocaches, die irgendwo versteckt sind. Wenn ich draufklicke, sehe ich zum Beispiel das Feld links unten. Ich sehe den Namen vom Geocache hier, Bauernball im Hühnerstall. Wer anschließend den Osterspaziergang mitnimmt, wird vielleicht da dran vorbeikommen. Könnte sein. Ein Geocache hat prinzipiell ein paar Attribute. Das erste ist der sogenannte GC-Code. Das ist hier die GC5J14N. Muss man sich nicht merken. Das ist eine eindeutige Nummer, mit der ich mich dann auch austauschen kann, wenn ich über diesen speziellen Cache reden will. Aber es könnte sein, wenn es ein bisschen komplizierter wird, finde ich den nicht. Ist ein Rätsel dabei. Hier hilft der GC-Code. Created by, wer hat den verbrochen? Wann? Hidden Date. Und dann gibt es eben Difficulty und Terrain. Difficulty von 1 bis 5 Punkte mit 0,5 Schritten, also 9 Stück. Wie schwierig ist es, den vor Ort wahrscheinlich zu sehen, zu finden und ans Logbuch zu kommen? Und Terra ist einfach, welche Geländewertung vom Bürgersteig bis 20 Meter am Baum oben ist denn zu erwarten und auch entsprechend mit Equipment zu rechnen, dann, dass man vielleicht mitbringen muss. Die beiden Werte, eben Difficulty und Terra, ist auch in der Agenda vorne verlinkt noch,
sind auch die, wo ich ein bisschen zeige, was geht mit den höheren Werten, was gibt es da alles für spannende Sachen. Cache Size hilft, wenn man vor Ort sucht. Das ist ein eher kleiner Behälter, es ist was Größeres, das man vielleicht sucht. Das, wie wird die Tarnung sein? Das hilft. Favoritenpunkte, wie viele Leute finden das Ding gut, ist so ein Indikator. Das sind also die Grundwerte, Name, GC-Code, Difficulty und Terrain. Wie gesagt, auf der Karte dann irgendwo zu finden mit GPS, das lockt dann in die richtige Richtung, sagt die Entfernung, wenn die mal so unter 10 Meter wird, sollte man dann auch so Augen einschalten und schauen. Also hier zum Beispiel in dem Bild links, ne, da wenn da ein paar so Rindenstücke aufgeschichtet sind, wird man früher oder später auch so den Blick dafür entwickeln, zu sagen, ah ja, da könnte was drunter sein, schaue ich rein. Dann gibt es irgendeinen Cache-Behälter von eben unterschiedlicher Größe, wo wir auch eben gelistet gesehen haben. Und normal, also oft liegt ja alles mögliche in der Gegend rum. Wenn ein Logbuch drin ist, dann hat man gewonnen. Dann hat man den Geocache gefunden. Und dann braucht man einen Stift. Genau, sehr gut. Man trägt sich da also mit seinem Geocaching-Nick und normalerweise ein Datum ein. Ne? Zettel zeigt es ein bisschen. Man kann da auch stempeln, man kann da mit Aufklebern arbeiten. Aufkleber sind eher unbeliebt. Da ist man dann praktisch physikalisch dokumentiert, jawohl, ich war wirklich hier. Das ist vor allem spannend, wenn die Dose 20 Meter am Baum umhängt, drunter stellen und sagen, ich habe es gesehen, nein. Erst wenn man im Logbuch steht, hat man den wirklich gefunden und ist dann im nächsten Schritt auch berechtigt, dass man ihn online loggt. Online-Log als Fund gibt noch ein paar weitere, did not found, ich habe die Kiste einfach nicht gefunden. Sehen und nicht rankommen, zählt nicht. Man kann auch ein Write Note machen, dass der Besitzer und auch alle Nachfolgenden sehen, was ist los. Hier ein Beispiel eben für ein Founded Log und es ist auch immer mal wieder die Herausforderung, ein bisschen Logtext reinzuschreiben. In heutigen Zeit findet man oft nur irgendwelche Smileys. Also der Leser dieser Nachricht ist mindestens der Besitzer des Caches und der freut sich auch immer über ein bisschen mehr Text. Geht es dem Cache gut? Ist der Behälter okay? Ist das Logbuch voll? Ist es nass? Ist es weg? Wie geht es mir? Läuft es hier? Wie ist die Umgebung? Sind viele Leute, die vielleicht irgendwie bei der Suche irritiert gucken? Sind die Nachbarn irgendwie irritiert? Das kann man alles da reinschreiben. Wie gesagt, der Empfänger der Nachricht ist immer praktisch der Besitzer des Geocaches, aber auch die, die nach mir kommen. Wenn ich das Ding schon irgendwie 2 Stunden suchen musste, werden sich die vielleicht über, vielleicht nicht einen Spoiler freuen. Aber zumindest zu wissen, aha, ich musste jetzt länger suchen als erwartet. Difficulty gibt das schon mal ein bisschen vor. Wenn ich ein D5 suche, kann ich wahrscheinlich länger suchen. Bei einem D1 sollte ich nicht so lange suchen. Da kann man auch ein bisschen, ohne zu spoilern, Hinweise geben. Also hier gern auch ein bisschen mehr Text, das tut nicht weh. Und das wird auch gelesen. Ja, wenn ich das online gelockt habe, dann ist das praktisch abgeschlossen. Es wird auch auf der Karte dann als gelber Smiley notiert und dann freue ich mich meistens. Das gibt so einen kleinen körpereigenen Drogenschub und dann kann man sagen, so, das war der erste und meistens geht es dann weiter zum nächsten. So funktioniert Geocaching. Was braucht sonst dazu? Vielleicht so ums Außenrum. Es ist ein Outdoor-Hobby. Also es ist auch gut, wenn man Outdoor-Kleidung hat, also die gern auch ein bisschen strapazierfähig ist, Softshell-Jacken etc. und vor allem auch gute Schuhe. Und das Bild hier, ich muss zwar erst selber schmunzeln, aber ja, das ist realistisch. Es geht auch mal durch den Matsch und durch den Dreck und auch quer durch den Wald. Also gute Schuhe helfen. Wenn es länger wird, trinken, essen ist sinnvoll. Man kann durchaus mal einen ganzen Tag hier unterwegs sein und unterzuckert ist dann meistens eher wenig gut. Ideal auch gerne in Begleitung natürlich. So, Equipment. Was braucht man? GPS und Stift, genau. Man kann aber noch viel mehr machen. Das ist so, wo der Nerd dann sich auch was austoben kann. Von irgendwelchen, sagen wir, Zahnarztbesteck mit Spiegeln, dass man irgendwo unten reingucken kann, Magnethebern, irgendwelche Bandschlingen, medizinisches Equipment, GPS-Empfänger. Bis hin zu größeren, sperrigeren Sachen wie eine Leiter, eine Angel, eine Kletterausrüstung, ein Kanu, geht da sehr, sehr viel. Und ich kenne mittlerweile auch genug Leute, die da wirklich Geld investieren. Das heißt immer, Geocaching kostet nichts, aber das Equipment und auch der Sprit dazu
ist dann schon spannend. Also Ausrüstung ist jetzt so eins der Themen, würde ich auch nicht allzu sehr ausführen hier, aber da kann man sich austoben. Taschenlampen ist so eins der ersten Sachen, die man sich wahrscheinlich mal leisten will. Gibt es für 20 Euro, für 50 Euro, für 80 Euro, je nachdem, ob man dann das Ding noch als Flaggscheinwerfer benutzen will. Bitte aber nicht im Wohngebiet, ne? Man fällt da auch auf. Was mich vielleicht nochmal zu der Folie bringt, rechts oben steht noch das Wort Moodle. Wir suchen ja einen Geocache und Geocache ist versteckt. Der Sinn und Zweck von einem Versteck ist, dass es nicht jeder findet. Also die Leute, die nicht geocachen, die heißen in der Fachsprache eben Muggel. Kennt ihr vielleicht woanders her. Aber prinzipiell will man die ja nicht irritieren und zu sagen, hey, hier ist was, dann nehmen die das und sagen, was ist das für ein Zeugs? Weiß ich nicht, verstehe ich nicht. Entfernen den Cache-Behälter und für den Nächsten, der das spielen will, ist das Spiel damit ein Stück weit kaputt. Das ist schlecht. Also immer auf Muggel achten, damit hier eben das Spiel auch bewahrt wird. Das ist noch eine wichtige Sache hier. So, Folie. So, also Equipment. Dann gehen wir ein bisschen weiter. Ich habe oben jetzt links oben sie das kleine D, also Difficulty. Was geht hier Spannendes fürs Hirn, wenn man jetzt mal ein bisschen von D1 weggeht Richtung D5? Ich habe schon gesagt, es gibt mehrere Geocache-Typen, die grünen, die roten, die blauen. Hier, blau heißt Mystery Cache. Mystery Cache ist was zum Daheimrätseln. Ich kriege meistens nicht immer Koordinaten raus und da sollte ich oder kann ich dann hinlaufen. Wenn man jetzt also das Rätsel gelöst hat, denkt man sich, naja, habe ich es dann richtig gemacht? Das weiß ich oft gar nicht so genau. Rätsel sind davon bis. Und da gibt es auch meistens einen sogenannten Geo-Checker, der im Listing verbunden ist. Das sieht man rechts als Beispiel hier, Check Your Solution Online. Da sieht man, 323 Leute haben das schon mal richtig eingegeben, aber 44 haben es irgendwie falsch gerätselt. Und dann zeige ich auch gleich noch, wie das aussieht. Kann man zu Hause prüfen, habe ich es denn richtig gemacht, bevor man dann irgendwie 5 Kilometer im Wald steht und nichts findet. Beispiel hier, ihr merkt schon, ich arbeite jetzt auch mit den GC-Codes. Der kryptische Erhard, Difficulty 3,5, Terra ist 2. Also vom Rätsel nicht so schlimm, aber das ist so ein bisschen, wo ich jetzt ganz gern zeigen will, auch was gibt es für Möglichkeiten bei Rätseln alleine. Das Listing selbst, der kryptische Erhard ist aufgewacht, er wollte irgendwo hinfahren. Sein Ziel hat er, da muss man sich die Koordinatenformate anschauen, 49 Grad, A, B, Punkt, C, D, E, irgendwelche Variablen. Ost nochmal 12 Grad, irgendwas F, G, H, I und dann hat er sich als Gedächtnisstütze irgendwas notiert. Als Rätsel, was fällt uns dazu ein, wenn wir diese Zeichenketten sehen? Hashwerte. Als Informatiker, als Nerd kennt man das hoffentlich. Das sind wahrscheinlich Hashwerte. Also muss ich jetzt irgendwie den Hash rückwärts rechnen? Das ist aber schwierig bei Hashes, ne? Das ist also genau die Challenge hier, das Rätsel, dass man den Hash irgendwie brute force oder über andere Möglichkeiten überlegt, was war denn hier A bis J und dann auch die passenden Werte findet und deswegen auch der Checker unten, um zu sagen, habe ich es denn richtig gemacht? Das ist also mal als Einstiegsrätsel hier gezeigt, wie sowas aussehen kann. Die Aufgabe hier ist noch relativ klar formuliert. Man muss natürlich eben so die geistige Leistung, ah ja, Hashwert, wie berechne ich den, mitbringen hier. Als D3,5 noch, glaube ich, machbar. Ich habe ein paar andere Beispiele dabei. Vielleicht nochmal eins zurück. Fuchs und Hase hier als Beispiel D1,5, das ist einfacher, rechts das Listing. Koordinaten, wer genau hinschaut, ist ein bisschen anderes Format, also mit Grad, Minuten und Sekunden. Das eben waren nur Grad und Minuten mit Nachkommastellen. Und da brauche ich effektiv A bis A, B, C, D und ich muss da irgendwas mit Flüssen recherchieren. Ja, Zeitalter von Google, das glaube ich kennen wir alle, ChatGPT hat vielleicht eine oder andere auch schon mal ausprobiert. Es ist nicht so schwer, so ein Rätsel zu lösen. Das ist eher mal spannend, wie gut ChatGPT und Kollegen sind, wenn man ins Listing reinwirft, wie weit kriegt man die richtigen Koordinaten raus. Also ich habe ein paar Tipps verlinkt hier, Google Maps, ChatGPT. Wird jetzt, glaube ich, nicht das Riesenproblem sein, dieses Rätsel zu lösen, aber man kommt so ein bisschen in die Thematik rein, mit Koordinaten zu arbeiten. Weil am Ende muss ich von einem Koordinatenformat nochmal in das, das bei Geocaching eher üblich ist, umwandeln. Da gibt es auch eine passende App dazu, die GC Wizard. Läuft auf Android und iPhone.
Und na, da kommt man dann so ein bisschen in die Fingerfertigkeit auch rein. Wie läuft es? Wie gebe ich die korrigierten Koordinaten ein? Wie laufe ich zu einer Koordinate? Das ist eben dann die Fingerfertigkeit hier. Und das ist im Endeffekt auch. Ne? Am Ende habe ich immer eine Koordinate, laufe ich hin. Entweder ich finde eine Dose mit dem Logbuch oder ich finde vielleicht einen Hinweis zu einer nächsten Station. Gerade bei einem Mystery muss es nicht immer eine Dose sein. Mystery kann auch über mehrere oder viele Stationen gehen. Es gibt Mysteries, die gehen den ganzen Tag. Da geht also auch noch um was. Anderes Beispiel, das fand ich als Nerd sehr schön. Kuh Erna sucht die Nadel im Heuhaufen. Wenn man auf die Kuh im Listing klickt, kriegt man das Gemälde links unten. Und offensichtlich sieht es aus wie ein QR-Code. Wenn man reinzoomt, ist schon wieder ein QR-Code und man merkt schon, das ist immer noch fitzlig, nochmal reinzoomt, dann kommt man wirklich auf einen QR-Code. Wenn man den scannt, kriegt man Koordinaten, die gibt man in den Geo-Checker ein, dann sagt er meistens, nö. Ja, nö, war die falsche. Naja, und die Nadel im Heuhaufen, da sind sehr, sehr viele QR-Codes hier. Also die Challenge ist dann auch, man muss die wohl alle mal scannen. Viel Spaß, wer das per Hand macht. Ich empfehle es zu automatisieren. Es gibt da ein paar Tools in der Unix-Linux-Ecke, so PamCut. Mit ZBar-Image kann man das ganze Ding scannen. Der ZBar-Image-Scanner freut sich, wenn da noch ein Rahmen außenrum ist. Das kann man mit PamCrop machen. Und wenn man das dann mal automatisiert über alle, ich weiß nicht mehr, wie viel tausend es waren, QR-Codes laufen lässt, da fällt vielleicht irgendwo was raus, wo man sagt, der ist anders als alle anderen. Also das so ein bisschen ne, zeigen, wo kann man denn hier natürlich auch die Rätsel ausreizen. Wer von dieser Sorte mehr will, also die heißen alle irgendwas mit QR, ne, QR. Ich habe mal rechts auch die Liste gezeigt hier mit den QR-Codes, wer da reinklicken will, viel Spaß dabei. Ja, das ist jetzt so vom Aufwand schon ein bisschen mehr. Man muss auch sein Nerdwissen da einfach mal fokussieren von den aktuellen Programmierproblemen oder was auch immer, wenn man lötet gerade oder so. Einfach mal neu fokussieren, deswegen auch Hirne lüften hier. Einfach mal was anderes ablenken, gern auch rausgehen, dann gibt es Sauerstoff. Und hinterher, glaube ich, wird man dann wieder ein bisschen fokussierter arbeiten können. Als mittelschweres Rätsel. Dann bräuchte ich mal eure Hilfe. Es gibt ein Rätsel, das ist in Polen, entsprechend polnische Sprache, aber auch im englischen Listing. Ein D4,5, vor Ort mit T2,5 eher wenig problematisch. Es gibt einen Hinweis XOR. Und im Listing rechts zu sehen gibt es so einen String. Wie das so ist bei XOR, muss man den richtigen Schlüssel finden. Wenn man den gefunden hat, das steht jetzt hier auch im Text, kriegt man eine Beschreibung einer Tätigkeit und die Beschreibung oder das Ergebnis dieser Tätigkeit gibt man dann hier in den Checker ein. Das ist ein Beispiel, wo keine Koordinate reinkommt, sondern ein Wort. Und ich habe noch immer nicht die Lösung von dem Rätsel. Vielleicht mag sich ja der eine oder die andere hier mal vergnüglich tun und ich würde mich sehr über eine Nachricht freuen, wie das Ding denn zu knacken ist. Auch, das ist natürlich jetzt auch über Social Engineering lösbar. Man sieht in den Logs dann schon, wenn Leute das nicht nur gelöst, sondern auch vor Ort abgeholt haben, dann kann man die anschreiben. Der Kodex ist normalerweise so das Siegertreppchen, den ersten drei Stufen sagt man, nö, musst du selber lösen, die ersten drei Plätze musst du dir verdienen. Wenn die ersten drei Plätze weg sind, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen einfacher und die Leute sagen, okay, jetzt kriegst du einen Hinweis von mir. Also ich habe den Cache nicht nur die Koordinaten bekommen oder das Lösungswort. Ich war auch mittlerweile dort in Polen. Aber es kratzt persönlich schon an meiner Ehre, dass ich das Rätsel immer noch nicht die Lösung kenne. Und das ist mein Nerd in mir, der sagt, ne, ich will das Ding auch wissen, wie es gelöst wird. Da kommt ihr ins Spiel. Ich freue mich, wenn hier Feedback kommt, wie das Ding zu lösen ist. Also ich habe da schon ein paar Stunden versenkt drin, auch mit mehreren Leuten. Es gibt also Rätselgruppen. Die Lösung ist gesucht hier. Als Beispiel für ein meiner Meinung nach fieses und schweres Rätsel. XOR kann halt alles sein, das ist eigentlich für One-Time-Pad auch die beste Verschlüsselung. Wie man das jetzt rauskriegt, wählt eure Waffe.
wenn man das richtige Wort am Ende hat, es wird eine Textbeschreibung rauskommen, ein Checker rein, wenn der grün ist, weiß man, jawohl, das war richtig. Wenn der Checker rot bleibt, na, man sieht hier schon 97 rote, 52 haben es immerhin richtig gemacht. Ist also nicht ganz so leicht. Ja, das als Beispiel für ein meiner Meinung nach ziemlich schweres Rätsel, die D4,5 definitiv gerechtfertigt. Ein anderes Beispiel nur nochmal aus der eigenen Trickkiste. Rechts das Listing, nur chinesische Zeichen. Auch wieder unser kryptischer Erhard, der irgendwo hinfahren wollte und der Titel rechnet Punkt vor Strich. Ja, was soll ich denn da rechnen bitte? Das sind ja nur chinesische Zeichen. Also da hat man jetzt auch viele Möglichkeiten, das zu interpretieren. D4,5, ja. Hinweis 797, also das Ergebnis der Rechnung ist wohl 797. Aber was man da rechnen soll, das ist, glaube ich, also erfahrungsgemäß die Challenge hier. Der Checker sagt auch, die meisten haben es nicht richtig. Immerhin, sie haben sich schon mal traut, eine Koordinate rauszuwürfeln und einzugeben. Aber nur 22 haben es richtig gemacht. Also ich glaube, auch mit dem Feedback, das ich bekommen habe, das ist einer meiner Rätsel, eher schwierig. Für mich war es auch spannend. Am Ende, der Checker will eine Koordinate, war es für mich auch eher spannend, als ich das Rätsel konstruiert habe. Ich nehme eine Koordinate, im Endeffekt eine x-beliebige Koordinate. Wie kodiere ich die Koordinate so, dass das Ding da auf der rechten Seite rauskommt? Also es macht auch nicht nur Spaß, Rätsel zu lösen, sondern auch Rätsel selbst zu erdenken. Und natürlich dann auch vielleicht Freunde und Bekannte zu sagen, schau mal, löse mal, viel Spaß. Und natürlich, weil es für alle gleich sein soll, gibt es auch keine weiteren Hinweise, sonst wäre es unfair. Also da lade ich euch dazu ein, viel Spaß. Damit sind wir ein bisschen durch, was gibt die Difficulty hier? Also das sieht man schon so easy Google bis what the fuck, ne, wo man nicht mehr weiß, in welche Richtung soll ich denn da überhaupt recherchieren. Da wird es schwierig. Aber wenn man dann die nötige Ambition hat, ne, weil man vielleicht den Rätsellöser kennt oder sagt, ne, das ist der letzte von der größeren Reihe, will man alle haben, das ist die Herausforderung. Dann gehen wir links oben vom Difficulty ins Terrain. Ha, stopp, vorher. Outdoor. Wir haben jetzt von Rätsel gesprochen. Ne? Auch draußen im Gelände gibt es, wie leicht oder schwer komme ich ans Logbuch ran? Ich habe die Koordinaten, aber das heißt noch nicht, dass ich ans Logbuch komme. Und da gibt es zum Beispiel mal kurz einen Händecheck. Wer hat denn schon mal Logpicking betrieben? Ja, doch, die meisten. Sehr gut. Ja, gibt es auch beim Geocaching. Ne? Man kommt dann an die Dose hier rechts klar zu sehen. Und dann denkt man sich so, ja, wie kriegen wir ein Schloss auf? Meistens steht es dann auch in der Cache-Beschreibung. Bringt bitte euer Logpicking-Werkzeug mit. Ja, und erst wer im Logbuch steht, darf dann auch online loggen. Pickset brauche ich euch jetzt nicht erzählen, ne? Das Sportfreunde der Sperrtechnik, jetzt leider nicht hier am Easter Hack, aber dann am Kongress spätestens, könnt ihr euch da ausstatten, gibt es auch im Internet zu bestellen. Das ist also so ein bisschen eine Challenge vor Ort. Und das zeigt jetzt auch, was denn so haptisch, hands-on beim Geocaching geht. Das ist nicht nur irgendwie Nerdkram Indoor machen und dann hin und Dose und passt schon, sondern hier geht eigentlich der Spaß dann los. Ich habe Caches gesehen mit drei Schlössern, musste da drei Schlösser aufmachen. Ich habe Caches gesehen, da musste erst mal 5 Meter am Baum hoch. Ah, das ist jetzt nicht so meins. Ja, und da geht mehr. Ne? Was zum Beispiel auch momentan so ein Trend ist, Caches am Baum hochhängen, und zwar so, dass man sie nicht klettern kann, soll, muss, sondern mit der sogenannten Angel. Eine Stipproute, die auf 10, 12 Meter oder 5 Meter ausfallbar ist, die Caches hier links unten zu sehen, an einem Drahtring einfach am Baum hochgehängt und die Angel braucht natürlich auch einen entsprechenden Haken dran, dass ich das Ding runter, aber bitte auch wieder hochhängen kann. Runter geht meistens einfacher mit dem Ast, wenn er lang genug ist, hoch wird meistens schwieriger. Angeln ist prinzipiell nicht so schwer, wenn man die richtige Angel hat, wenn man sie nicht hat, wird es schwierig. Aber es ist witzig und mal eine Alternative zu verstecken, weil meistens sind die Dinger klar sichtbar, außer der Baum ist zu bewachsen. Und da ist eher dann so das Tun einfach. Also, Schwierigkeit auch, rankommen, richtiges Werkzeug haben. Es gibt auch viele Basteleien, verschiedenste, das ist da, wo es auch spannend ist, weil oft weiß man nicht, was in dem Cache jetzt wie er aussieht.
und sogenannte Gadget Caches. Ich habe mal ein paar Bilder mitgebracht hier. Na, links muss man wahrscheinlich durchdrehen, eine Kugel durch ein Labyrinth finden, bis man dann in der Kugel wahrscheinlich dann das Logbuch hat. Sowas geht, oder die Mitte, dass man irgendeinen Donkey Kong analog eine Kugel vielleicht durch ein Labyrinth finden muss. Oder irgendeine elektronische Spielerei, was ja jetzt auch im Rahmen des Easter Hack vielleicht eine Anforderung sein könnte, dass man sagt, Mensch, ich baue was, das dann auch outdoor betrieben werden kann, irgendein Sensor oder was. Einfach so ein bisschen die Leute dann auch zum Spielen anregen. Das sind Möglichkeiten. Wer hier in und um Regensburg geocachen will, es gibt eine Reihe, die heißt Verflixt, durchnummeriert, in einem Ort, der heißt Barbing bei Regensburg eben. Und die Verflixt-Reihe, das ist auch so, ich finde die Kiste sehr schnell, aber das sind massive Metallbehälter. Und da dann das Logbuch rauszubringen, ist der spannende Teil dabei. Es ist jeder anders. Wenn ich eins habe, habe ich die anderen noch lange nicht. Wäre also eine Empfehlung, hier die Verflixt-Reihe bei Barbing gerne mal anzuschauen. Braucht man ein Auto dazu. Ja, Schwierigkeit eben auch Outdoor hier dann schon erhöht. Man weiß vorher meistens nicht, was kommt. Entsprechend, naja, Equipment dabei haben. Meistens liegt es dann schön im Auto, wenn man 5 Kilometer weg ist. Da hilft es natürlich immer vorher ins Listing reinzuschauen, zu lesen, vielleicht auch mal zu erfahren mit Bekannten, was muss ich denn da mitbringen, wie viel Zeit soll ich mitbringen, welches Equipment, damit man dann nicht ohne ein richtigen Werkzeug dasteht. Das ist, passiert alles. Da ist auch wieder die soziale Komponente einfach beim Geocachen sehr gut. Ja, dann gehen wir vom Difficulty Indoor-Outdoor zum Terrawert. Ich fange mal links an. Hier hat jemand um ein paar Weiher rum einfach eine Runde aus grünen Caches verlegt. Hersleber Teich, ist in Hersleben, wo auch immer das ist. Da sehe ich halt dann, okay, da ist nicht einer alleine, sondern ich kann eine ganze Runde um den Teich gehen. Das ist mein Ansporn, dass ich sage, na, nicht nur einmal hin und gleich wieder weg, sondern ich kann auch mal ein paar Meter gehen. Gehen befreit das Hirn auch. Denken, Frischluft, Bewegung, das ist gut. Wenn ich auf die Karte so ein bisschen genauer hinschaue, sehe ich, da liegt noch ein Mystery, ohne dass ich es jetzt nachgeprüft habe. Oft ist es so, dass in den Dosen noch irgendwelche Bonuszahlen drin stehen. Und wenn ich die alle eingesammelt habe, steht hier meistens eine Formel für noch eine Koordinate. Und da gibt es eine Bonusdose, wo ich dann auch noch abholen kann. Das ist also so als Einfachstes. Dann gibt es das Ganze auch ein bisschen, naja, der Wahnsinn kennt da wenig Grenzen. Das ist das Gelbe hier ist der bayerisch-böhmische Freundschaftsweg von Oberfichtach links Richtung Naburg rüber. Das ist ein bisschen über 100 Dosen. Man kann das mit dem Fahrrad in 4 Stunden, auch als eher wenig geübter Cacher, Fahrradfahrer, durchaus machen. Wir haben es zu zweit und zu dritt gemacht, sind dann so Bunnyhopping gefahren. War sehr schön machbar. Die gelben Punkte zeigen auch schon, das ist bei mir schon gefunden. Links deswegen auch so weit weg, weil ich hier aus der Umgebung meistens schon viel gefunden habe. Also hier durchaus mal auch die Logistik, dann wie bringe ich ein Fahrrad hin, wie bringe ich ein Fahrrad, wenn ich das gefahren habe, dann irgendwie wieder am Start, wie sind mit 2 Autos gefahren. Das ist also eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit, eben solche Powertrays nennt man sie, dass man im Gelände gerne auch Runden hat. Eine Runde fängt man da an oder hört da auf, wo sie anfängt. Das ist auch aus der Gegend um Regensburg hier. Die Herausforderung sind eher die Querbalken hier. Es ist einfach eine Menge. Man kann das auf Teiletappen machen, man muss das nicht auf einmal machen. Aber das ist da so ein bisschen, dass man einfach so in die Bewegung reinkommt. Und erfahrungsgemäß Kopf frei. Man sollte bei die Bonuszahlen nicht vergessen. Ja, und man muss das nicht nur mit grünen Dosen eben ohne Rätsel, sondern man kann das auch mit Rätseln machen. Und zwar dann diese sogenannten Geoarts, die Lokomotive oder auch diese Sternzeichen hier. Das sind Rätsel, die kann man ja frei platzieren, aber wenn ich zum Rätselkoordinaten hinlaufe, liegt da natürlich nichts, weil ich muss vorher das Rätsel lösen und da liegt eine Dose. Also diese Dinger hier, alles Rätsel, wir haben die auch in der größeren Gruppe eben gelöst, fast alle. Den Nummer 888, das ist das Mitte der Sonne hier, das ist der, den ich gerade vorhin gesagt habe, da fehlt mir die Lösung. Den Rest haben wir. Es liegt bei Danzig. Wer da mal ein längeres Wochenende verbringen will, das sind 888 Caches. Viel Spaß. Das ist ganz viel Frischluft. Ja, also auch hier, und das sind nicht die längsten Trails hier.
gerade USA ist dafür sehr lange Trace bekannt, Spanien, Frankreich, da kann man sich austoben. Kann man auch zu Mert machen, ne? Bunny-Hopping-Verfahren hilft. Ja, Gelände. Ich habe schon gesagt, man kann sich auch ein Boot nehmen. Links das Foto, das ist einfach mal quer durch Amberg gepaddelt. Rechts die Grafik zeigt diesen Trail auf der Filz an, geht von Hahnbach runter zu. Ersten Teil quer durch Amberg durch auf der Filz. Landschaftlich super schön. Man kommt halt auch an Dosen vorbei. Die Herausforderung ist dann erstmal, man braucht ein Boot. Das kann man aber mieten. Und dann sollte man nicht abtreiben beim Locken. Also auch hier mit 2 bis 3 Leuten im Boot hilft das. Ja, die Tour ist mit 3 Tagen gut zu machen. 2 wird sie ziemlich stressig, 1 keine Chance. Es sind eben auch eine ganze Reihe Caches und muss sagen, war mein erster persönlicher Paddle Trail. Und es macht Laune. Vor allem Natur, wunderbar. Wunderbar. Ja, was geht noch außer Paddeln? Wie gesagt, für einmal kauft man sich kein Boot, das kann man mieten. Was noch geht, Klettern, sollte man dazu sagen, am Baum, an Brücken, an sonstigen Sachen, das links unten, das ist eine Metallplatte, die irgendwo auf einem leeren Hügel steht. Das ist jetzt bloß in der dritten Dimension nicht so gut sichtbar. Beim Klettern generell natürlich, man kann dabei zu großen Schaden kommen. Man sollte wissen, was man tut. Man sollte das nicht blauäugig alleine machen. Man sollte mit erfahrenen Leuten am Anfang mitgehen, die einem zeigen, was man macht. Man kann da Kurse machen. Aber spätestens, wenn man dann weiß, ne, ich bin jetzt auch nicht so ganz Leichtgewicht, aber ich weiß, das Equipment, das ich hier benutze, hält mich aus und das sichert mich und ich kann mich darauf verlassen. Das ist vom Sport her, finde ich, für mich immer eine schöne Erfahrung, wenn ich dann irgendwo am Baum hänge oder unter einer Brücke und denke mir, ja, es klappt auch. Ne, man muss jetzt nicht die Sportskanone sein, um auch sowas genießen zu können. Die Verstecke sind dann mal einfach, mal schwierig. Ich komme gleich noch drauf, da gibt es dann auch viele Kombinationen. Ich war neulich auf dem Baum oben, um einen Hinweis zu kriegen, Edge, jetzt musst du auf den nächsten Baum hoch. Danke. Und dann gehst du am nächsten Baum hoch, was war? Ein Kasten mit einem Schloss. Schloss Lockpicking, es liegt natürlich im Auto. Nee, da war noch ein Zettel, der Schlüssel liegt am anderen Baum, wo du gerade herkommst. Ja, fies. Aber sowas gibt's. Das Teil des Spiels dann auch sowas zu machen. Also Klettern, ganz spannend, rauf, runter, eben hier auch links unter der Brücke zu finden. Bitte immer nur mit entsprechender Sicherung, nie alleine. Das auch wirklich im Team macht Spaß. Dann Lost Places. Verlassene Orte. Ich habe eine ganze Weile im Osten der Republik gearbeitet. Da ist es nicht so, dass Gebäude sofort abgerissen werden, auch größere Industriegelände. Das ist ein Abenteuerspielplatz für Erwachsene, der aber nicht ungefährlich ist. Also auch hier bitte nicht alleine. Kann dann eben wie hier gezeigt losgehen. Man kriegt einen Zettel, du geh doch mal ins Untergeschoss und dann sucht man hier mal über mehrere Stationen. Oder man weiß am besten mit Gummistiefeln, hier geht's rein. Okay, Gummistiefel im Sommer, das kriegt man schon hin. Findet dann halt auch vielleicht irgendwelche lustigen Sachen, wo man nicht ganz erschrecken soll. Also es ist nicht immer für Kinder geeignet. Oder kommen dann irgendwelche spannenden Orte wie das hier. Das ist in einem großen Öltank drin. Also die Größe, man sieht die Menschen, der ist groß. Auch hier, man will die Leiter nicht runterfallen. Hier Vorsicht bitte. Aber es sind auch vom Gelände her spannende Orte. Lost Places, Urban Exploring als Hinweis bitte. Hier das Motto beim Urban Exploring: Take nothing but pictures, leave nothing but footsteps. Den Ort unverändert lassen, der Nächste will den auch so sehen und erleben. Gern Fotos machen. Erfahrung zeigt bei Veröffentlichen der Fotos Vorsicht, weil es einfach viele Leute gibt, die gern auch zerstören. Brandschatzen, Sprayen, Graffitis, um zu zeigen, das ist jetzt ihr Ort oder sie waren da. Das Geocache trägt man sich bitte ins Logbuch ein und nirgends anders. Diese Orte sollte man auch schützen. Wer neugierig ist auf solche Orte, ich knipse meistens so nebenbei, neben Cachen, der hier unten zeigte Instagram-Account, zeigt so ein paar Orte.
die meistens in der Nähe von Caches sind. Also guck da gerne mal rein. Lost Places muss man auch suchen, finden. Manchmal findet man über Geocaching durchaus auch spannende Orte. Das mal so als Teaser zum Reinrecherchieren. Ja, und dann hier, wir haben Challenges, Schwierigkeit Indoor, Outdoor und Gelände. Und das Ganze kann man natürlich kombinieren. Schnitzeljagd über mehrere Stationen nennt man auch Multicaches. Das sind auf der Karte die Orangen. Wo man dann zum Beispiel vor Ort irgendeine Stage findet. Ich spoilere das jetzt einfach mal hier. Ne, Rubin, Smaragd, Bergkristalle. Und da sind dann auf den richtigen Edelsteinen irgendwelche Zahlen drauf, wo man dann Koordinaten für die nächste Station kriegt. Wenn man natürlich nicht weiß, was ist ein Bergkristall und wie sieht der aus, wird schwierig. Auch wenn man dann solche Laminate findet, wo man sich denkt, wie soll ich denn hier bitte auf Koordinaten, Zahlenwerte kommen? Wo ist die Lötfraktion? Was ist das? Widerstandswerte, genau. Aber wer sowas noch nie gemacht und gesehen hat, also lernt man dann auch so Methoden einfach kennen. Manche Cache-Hersteller inserieren auch mal in der Zeitung und lassen die mit Absicht liegen, dass man dann als Hinweis eine Telefonnummer kriegt. Meistens ist dann ein Anrufroboter dahinter, dann kriegt man da Hinweise. Oder man kriegt Laminate mit irgendwelchen Seriennummern, die sehr nach Koordinaten aussehen. Ich habe auch mal einen Cache, eine EC-Karte bekommen, musstest du zum Kontoauszugsdrucker und auf dem Kontoauszug stand Informationen. Gibt's alles. Man konnte nichts abheben. Also, da ist ganz spannend, was da an kreativer Energie drin ist und ich finde, das macht Spaß. Man kann es bei Tag machen oder auch bei Nacht. Bei Nacht gibt es zur Wegführung nicht nur Koordinaten, sondern Reflektoren, also das Bild links hier. Ich leuchte rum und das sind wie die Reflektoren am Fahrrad. Blinken die auf, wenn ich mit der Lampe drauf halte. Und dann weiß ich, ah, da laufe ich hin und dann sehe ich den nächsten Reflektor. Also so Reflektorstrecken ist nachts ganz spannend. Auch UV-Licht, ultraviolettes Licht, ne? Nicht nur eine normale Taschenlampe, auch eine UV-Lampe will man vielleicht mal dann investieren, um bestimmte Nachrichten einfach lesen zu können, die man bei Tag einfach gar nicht sieht. Kann auch mal in irgendeinem Lost Place sein, dass sowas abgelegt wird. Also da gibt es dann spannende Kombinationsmöglichkeiten. Das hier alles mal als Beispiele. Ja, dann gibt es mittlerweile relativ viel Caches, die so wie ein Escape Room baut sind. Escape Room normalerweise kommerziell Geld gegen eine Stunde spielen. Wenn man es nicht geschafft hat, raus, weil es kommt der nächste. Beim Geocachen ist es ein bisschen entspannter. Man hat da eher auch Caches, die mal 2, 3, 4, 5 Stunden dauern. Damit man sich nicht über den Weg läuft und Kollisionen gibt, gibt es den sogenannten Kalender, wo man sich einträgt und sagt, ich möchte den dann und dann spielen. Wenn dann natürlich schon jemand drinsteht, Pech gehabt. Der Effekt ist natürlich auch, wenn solche neuen Caches von bekannten Besitzern rauskommen, dass da teilweise ein ziemlicher Run drauf ist. Muss man also eher mal schnell sein oder Glück haben. Meistens werden Termine dann auch wieder freigegeben, kann man sich Nachrichten schicken lassen. Caches in irgendwelchen Waldhütten oder auch mal in einem LKW, manchmal auch mit spannender Deko. Also C64, das war ein Cache Back to the Future, das war so 80er-Jahre-Style, alles mögliche eingerichtet, war toll. Das hier rechts war ein Wohnwagen, wo man sich wirklich den ganzen Tag verlustigen konnte, von Sperrfach zu Sperrfach, dann die Schlosscodes mit einer witzigen Story. In der Mitte hier habe ich mal ein paar sogenannte Banner mitgebracht, die irgendwie GC-Codes und ein bisschen Motto zeigen, Ghostbusters, 3 Fragezeichen. Gibt es also alles Caches im entsprechenden Stil dann auch, wo man sich gern summiert. Allein macht sowas A, wenig Spaß und B, meistens ist es auch für mehrere Leute ausgelegt, dass man es allein nicht unbedingt immer spielen kann. Aber da kann man dann wirklich mal schauen, was geht. Macht Spaß, empfehle ich. GC-Codes, die Unterlagen kriegt ihr natürlich im Nachgang. Ja, wenn man das Ganze jetzt so aufgebaut hat, kann man sehr viel machen Richtung Terrain, Richtung Schwierigkeit, Richtung Rätsel, aber es gibt mehr. Gerade deswegen habe ich noch eine eigene Folie zum Thema Statistik. Hier links oben zu sehen, aus den 9 Schwierigkeitsstufen, 1 bis 5 mit 0,5 Schritten
und T, Terrat, das gleiche nochmal, kriegt man eine Matrix aus 81 Werten, 9x9. Und naja, die Verteilung zeigt es schon, links oben sind die meisten, weil man sich halt einfach eher mal leichte Caches sucht. Aber auch durchaus rechts unten will man die Caches vielleicht mal finden und die Matrix vollkriegen. Einmal vollkriegen, zweimal, dreimal, 20-mal. Ich kenne auch Leute, die sagen, ja, das aktuelle Ziel ist, die 300-mal vollzukriegen. Okay, ja, kann man machen. Kann man als Ziel machen, kann man nebenbei machen, wie auch immer. Anderes Beispiel links unten, Finds for each day of the year. Man muss das nicht jeden Tag eines Jahres machen, man kann aber auch einen Streak über 365 Tage machen. Ist herausfordernd. Kann aber auch nur sagen, der 1. Januar an irgendeinem beliebigen Tag, der 2. Januar, 3. Und da mal sagen, hey, da fehlt mir noch was, jetzt habe ich einen Grund rauszugehen. Es ist zwar irgendwie Samstagnachmittag erschüttert wie ein Ström, aber heute ist der Tag, wo mir noch ein Geocache fehlt hier in der Matrix, in der Statistik. Das ist vielleicht ein Grund, dass man rausgeht, so den inneren Schweinehund auch überwinden. Oder ein Jahr warten. Meistens ist es dann schon so ein kleiner Push, wo man sagt, okay, das versuche ich jetzt. Was gibt es noch hier in der Mitte? Höchste und niedrigste Geocaches. Also der höchste, wer es nicht lesen kann, das ist auf der Zugspitze, das ist meine Statistik hier. Die niedrigsten, die ich jetzt hier so aufgelistet habe, ist irgendwas in Polen unter Meeresniveau. Ich weiß auch in Schleswig-Holstein, in Deutschland ist man da ganz gut aufgehoben unter Meeresniveau. Wer gern reist, sieht die Landkarte. Ich bin jetzt nicht so der Fernreisemensch, deswegen die Nachbarländer von Deutschland habe ich alle mal irgendwie kurz über die Grenze und abgetackert. Ansonsten ist da noch viel weiß. Ich freue mich aber schon, wenn ich im Herbst dieses Jahres Irland grün machen kann. Das sind auch dann Reiseziele, wo man sagt, da geht noch was. Auch im Urlaub gerade, welche Caches gibt es hier? Und das ist auch eine Erfahrung, wenn ich irgendwo im fremden Gebiet bin, mache die Geocache-Karte auf. Ah, ich werde was finden. Und die Geocaches liegen oft an spannenden, interessanten Orten, weil sie mir was zeigen wollen, ein Bauwerk, eine Naturschönheit. Da hilft Geocaching auch oft, spannende Orte zu finden, die man vielleicht nicht im Reiseführer findet. Das ist also empfehlenswert. Ja, Statistik kann man auch, wenn man eigene Caches legen will, betreiben. Das ist das Bild hier unten Mitte. Ich habe da irgendwann mal angefangen, größere Runde zu legen und dann kriegt man halt da auch entsprechend Feedback. Auch da kann man Statistik machen. Als Webseite geocaching.com nochmal ganz oben zeigt hier, hat ein bisschen Statistik. Project GC hat ganz, ganz viel Statistik. Und zwar das Bild hier rechts zeigt so ein bisschen Auszug, das ist nicht vollständig, was da alles geht mit Zahlen. Und da kann man immer mal schauen, ne, wo will man denn jetzt vielleicht nochmal ein bisschen nachtun, das macht auch jeder für sich. Aber es ist auch ein Spiel, das man zusammenspielen kann, es ist nicht gegeneinander. Da geht es nicht darum, der Erste, Schnellste, Tollste, Beste zu sein. Es ist oft, was man für sich selber spielt. Das macht es für mich auch so spannend, es ist nicht kompetitiv. Und die Statistik hilft natürlich, wie gesagt, schon bei der Motivation rauszugehen. So, damit haben wir jetzt über Statistik gesprochen. Kommen wir zum Ende, beziehungsweise zum Anfang. Nochmal als Erinnerung, wer es ausprobieren will, irgendeine Geocaching-App am iPhone gibt es Looking for Cache, gibt es in der kostenfreien Version, die glaube ich ganz gut ist. Ich habe die Bezahlversion von Looking for Cache, die finde ich nach wie vor das Beste auf Apple. Es gibt auch Cachely, die kostet mal ein bisschen Geld. Auf Android gibt es, also auf beiden Plattformen gibt es die offizielle Geocaching-App, die so lala geht, schon gut. Auf Android gibt es CGeo, was so der Platzhirsch ist, gibt es GCDroid, mehrere. Ihr braucht einen Account, den ich euch auf geocaching.com anlegt und einen Stift. Na? Ja, damit kann man loslegen. Damit vielleicht noch zwei Veranstaltungshinweise. Das erste, wir werden heute am Ostersamstag 14 bis Größenordnung 17 Uhr, ich gucke jetzt mal zu Carsten, der ist der eigentliche Veranstalter des Osterspaziergangs hier. Wir werden um 14 Uhr draußen treffen, ich sehe ihn nicken. Und der Plan ist, also ich habe jetzt mal die Karte links unten irgendwie quer durch die Stadt cachen. Betreutes Cachen, zeigt ein bisschen, was geht, was kann man machen, wie geht es auch, Low Entry. Auch wenn die Karte für mich gelb ist, ich kann vielleicht eher mal einen Hinweis geben, wo ist ein gelöstes Rätsel. Schauen wir.
Der zweite Veranstaltungshinweis hier rechts, es gibt auch noch einen Cache-Typ, der heißt Event. Event, ein Treffen von Geocachern, die sagen, sie wollen sich treffen unter einem bestimmten Motto. Und heute zufällig gibt es ein Treffen mit dem Namen Currywurst-Massaker. Veranstalten Bekannte, es wird was zu essen geben. Nein, es wird kein Schnitzel sein, sondern Currywurst. Ist jetzt ein bisschen weg, aber ich habe verstanden, das wird das Ziel des Osterspaziergangs möglicherweise sein, dass man dann noch ein paar Stunden Hunger kriegt und vielleicht eine Currywurst massakrieren will. Kann man auch so hin, der GC-Code ist da. Prinzipiell, wenn so ein Event ist, sollte man sich vorher anmelden, gerade damit die Leute auch wissen, wie viele Currywürste sie einkaufen müssen und Pommes. Das wird man heute mal ein bisschen auf Zuruf machen. Ich stehe mit dem Veranstalter in Kontakt und wenn wir loslaufen, solltet ihr euch überlegen, wollt ihr bis zur Currywurst dabei bleiben, dann gebe ich mal einen Fingerzeig, wie viele Currywürste werden denn da noch zusätzlich von uns benötigt. Ja, generell Events auch von klein bis hunderte von Leuten über mehrere Tage. Das ist ein lustiges Völkchen, das man da trifft. Aber das seid ihr als Nerds, glaube ich, jetzt schon gewohnt auch. Und Geocacher sind schon auch ein eigenes Volk. Aber die Schnittmenge funktioniert gut. Auch auf größeren Veranstaltungen wie den Chaos Communications Congress war es bisher eigentlich immer so, dass es auch ein Geocaching-Event gibt. Es gibt auch so eine Geocaching-Community, die sich bei Kongressen trifft oder anderen Sachen. Anderen Chaos-Veranstaltungen, auch bei größeren Konzerten, sonstigen Veranstaltungen, kann es sein, dass es auch eine Geocaching-Veranstaltung parallel gibt. Für uns halt, wie gesagt, Osterspaziergang und Currywurst-Massaker kann ich empfehlen hier. Damit wäre ich erstmal durch, sage danke fürs Zuhören und wäre jetzt bereit auch für Fragen. Danke für den Vortrag. Gerne. Da will ich meinen verwaisten Account mal wieder zum Leben erwecken. Gibt's Fragen? Ja, ich bringe dir schnell das Mikrofon, dass man es im Stream hört. Gibt es denn einen Tag oder eine Bewertung für die Familienfreundlichkeit oder Kinderfreundlichkeit von Geocaches? Die Rätsel sind ja jetzt stark nerd geprägt, aber wenn ich mit Kindern unterwegs bin, werden die da nicht so begeistert sein. Jein. Also was es gibt, was hier nicht auf der Folie ist, ich habe ja links unten gezeigt, es gibt D- und T-Werte, also Difficulty und Terra. Was es noch im Listing gibt, das habe ich jetzt hier nirgends drin, es gibt sogenannte Attribute. Eins der Attribute ist kinderwagentauglich. Na, da wird dann schon das Klientel auch angesprochen. Geocache will vielleicht auch mal ein Spielzeug. Eins der Sachen ist auch, wenn die Box ein bisschen größer ist, kann man nicht nur einen Lockzettel reintun, sondern, ich sage mal, despektierlich irgendwelche Krimskrams, Spielsachen, kleine Spielsachen. Da kann man dann auch tauschen. Ne? Das ist dann schon für die kleine Schatzsuche dann auch. Ne? Und für die Mamis und Papis. Ganz viele Geocacher fangen gerade als werdende oder als frische Eltern an. Irgendwann verlieren die Kinder die Lust und die Eltern bleiben dabei. Das ist der übliche Weg. Und die Eltern sind dann meistens so angefixt, dass sie dann sagen, ich will noch den Statistikpunkt und den Statistikpunkt. Aber der Einstieg durchaus auch mit Kindern machbar. Aber es ist eben auch nicht nur ein Spiel für Kinder alleine. Das sollte man nicht vergessen. Es ist auch für Erwachsene. Deswegen wollte ich jetzt im Talk immer ein bisschen mehr den Erwachsenenfokus raus. Aber eben auch durchaus mit Kindern machbar. Man kommt raus und es ist für die Kleinen ja doch auch spannend, ne? Dass sie das findet. Attribute würde ich anschauen. Gibt es weitere Fragen? Noch jemand? Sonst hätte ich eine Frage. Ja. Und zwar, du bist ja Cache-Owner. Hm? Vergleichst du die Leute, die im Logbuch stehen, auch mit denen, wo online loggen? Oder ist es wirklich nur rein die Ehre? Selbstverständlich mache ich das. Oder ist es erwartet, dass man das macht? Also die Theorie ist, wer online loggt und nicht im Logbuch steht, habe ich als Cache-Owner das Recht, den Online-Log zu löschen. Dann wird aus dem gelben Smiley wieder ein grüner, gelber, blauer und ein Punkt weg in der Statistik. Manche sagen halt, ne, ich habe ihn zwar gesehen, 20 Meter am Baum, nein. Also es kommt auch stark auf den Cache an.
muss ganz ehrlich sagen, wenn man die A3 von Regensburg-Nürnberg beide Richtungen fährt, ich habe Caches an jedem Rastplatz liegen, an jedem. Das sind ein paar Stück. Ich finde es auch persönlich immer schön, wenn ich mal quer durch Deutschland fahre und einen Grund habe für einen Rast. Nicht nur Biopause, sondern halt auch, weil noch eine Dose liegt. Ne? Und nein, ich habe gar keine Möglichkeit, die, also eine Cache-Warte-Runde, hier sind 200 Kilometer, das mache ich zweimal im Jahr, wenn es hochkommt. Und die Logbücher, wer die locken will und nicht im Logbuch stehen sollte, ist okay. Das sind aber auch, sag ich mal, einfache Geocaches. Wenn ich jetzt was, ne, mein kompliziertes Rätsel, das ich gezeigt habe hier, da schaue ich dann schon mal gern nach. Aha, das haben jetzt wieder drei Leute auf einmal gefunden. Schaut man vielleicht schon mal ins Logbuch rein, ne, und kontrolliert. Haben die denn, sind die im Logbuch drin? Sind die online gelockt? Weil online locken ist billig und schnell, es gibt Statistikpunkte. Aber haben sie, wussten sie auch, wo die Dose ist? Und ich sage noch einen Spoiler dazu zu dem Ding. Leider hier ein bisschen langsam. Die Koordinaten, die man kriegt, ist nicht das Logbuch. Wenn man dann outdoor steht und das Ding, das es da zu finden gibt, findet und das Rätsel vorher nicht kapiert und gelöst hat, wird man nicht weiterkommen. Also es ist auch, ne? Aber das müsst ihr dann selber lösen, um das rauszufinden, was es da gibt. Und wie gesagt, bei denen würde ich dann schon eher mal schauen, wenn ich Cache-Wartung mache, mal das alte Logbuch raus und da blätter ich dann schon durch. Wie viele Caches hast du genau gelegt? Ich tue mich gerade ein bisschen schwer, die Frage zu beantworten. So ungefähr die Zehnerpotenz? Ich würde jetzt mal 20 bis 30, also dieser Autobahn-Trail ist mit Abstand das meiste. Ja, genau, 35 Hitten, danke, Statistik hilft, auch wenn man es selber nicht im Kopf hat. Also ich habe 5.447 Leute haben diese Dinger gefunden, bei 35 versteckten Caches, das sind die meisten an dieser Autobahn, und 2.569 verschiedene Leute. Also im Schnitt haben dann ungefähr ein Cacher 2,5 meiner Caches gefunden. Statistik ist toll, danke. Sind sonst noch Fragen aufgekommen? Da ist noch eine. Nicht eine Frage, eher eine Empfehlung, aber ich denke, es passt in dieser Runde, dass es eben auch mal passiert mit dem Stift. Und was es da gibt, es gibt ganz kleine Taschenmesser, die haben einen Stift drin, die kann man sich an den Schlüsselanhänger tun. Und seit mir das zwei, dreimal passiert ist, habe ich es immer dabei. Weil es kann sein, dass man mal irgendwo wandern geht, eigentlich nicht geocachen wollte, dann guckt man auf die App und oh, da ist einer. What? Und dann hat man selbst... Moment. Ich war bei Wandern ohne Geocachen gerade raus. Aber ja, danke. Genau, also das ist ein guter Hinweis. Ganz kleine Taschenmesser und da ist ein Stift drin. Der ist nicht so toll, aber dafür reicht er. Das heißt, als Empfehlung. Ja. Also es gibt, danke, wenn man, was macht man, wenn man keinen Stift dabei hat? Es soll schon mal vorkommen sein. Sowas hilft für Leute mit einem eher umfangreicheren Schlüsselbund, gehöre ich jetzt nicht dazu. Was es theoretisch gibt, ist ein sogenanntes Fotolog. Ich mache ein Foto und dann mit dem Handy geht es heutzutage, stelle das auch mit meinem Log-Eintrag online. Das ist nicht gern gesehen. Und je nach Owner, also die Regeln, die es hier offiziell gibt, sagen nein. Fotolog reicht nicht, auch da oben, ne, 20 Meter am Baum, ich habe ein Foto davon, nein. Also lieber wirklich schauen, dass man einen Stift dabei hat. Es gibt auch Cache-Typen, die sollte man bitte stempeln. Nicht jeder hat so einen Geocaching-Stempel. Also Stempel halt, ne? Gibt es in klein für die Hosentasche. Ich habe den auch nicht immer dabei, aber heute zufällig. Ansonsten, also ich habe gerade bei den Stempelsachen halt auch schon gesehen, ne, wenn man einen Stift dabei hat, Finger anmalen und wer ein biometrisches Merkmal hinterlassen will, kann auch das machen. Oder mit Erde. Gibt es mehrere Möglichkeiten, aber Stift ist empfohlen. Nochmal vielleicht auf den Punkt Wandern ohne Geocachen. Also ich sage jetzt einfach von mir aus, das läuft immer andersrum. Ich bin irgendwo und dann denke mal jetzt mal ein bisschen Beine vertreten, wo geht's denn hin jetzt? Ich habe ein kleines Ziel. Es sind vielleicht mal 200 Meter, 500 Meter, wenn es hochkommt, ein Kilometer, ich bin gehfaul.
Aber dann, wenn ich schon erstmal die 200 Meter habe und oh, da gibt es ja nächsten, ne, und dann wird es da doch wieder 5 Kilometer und 10 Kilometer. Gerade durch dieses schrittweise kleine Ziele haben, macht es für mich persönlich einfacher, auch in die physische Bewegung reinzukommen. Das ist den inneren Schweinehund überwinden. Wenn mir jetzt jemand sagt, wir gehen wandern, oh, fuck, ey. Wohin? Das reizt mich nicht, aber weißt du, diese kleine Filmdose mit dem Logbuch, dann Statistikpunkt, da geht was. Das ist total albern, wenn man es sich rational durchdenkt, aber man muss sich manchmal eben selber überwinden, überlisten und das geht.